Herzlich willkommen zur roten Couch von P&A. Wir befinden uns gerade auf dem Forum Automation von Namur, ZVEI und dem ARC auf der Achema 2015. Zum Thema Digitalisierung in der Prozessindustrie darf ich Herrn Peter Herbeck recht herzlich begrüßen. Er ist CEO der Division Process Industries and Drives der Siemens AG. Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Tag, Herr Müller. Schönen guten Tag an die Gäste. Steigen wir gleich mit der ersten Frage ein. Digitale Zukunft, das klingt sehr weit weg. Wann bricht sie denn in der Prozessindustrie an? Also ich glaube, in der Prozessindustrie hat die digitale Zukunft schon vor ein paar Jahren begonnen. Einmal in der horizontalen, das heißt von der Planung einer Anlage bis ins Engineering, Installation, Commissioning und dann in den ganzen Lebenszyklus. Also einmal auf der Ebene der Planung und über den Lebenszyklus, dann natürlich aber auch in die Tiefe der Automatisierung von den Aktuatoren über die Steuerungsebene bis an den Anschluss in das Engineering-System. Also wir reden an der Stelle von dem digitalen Zwilling der Anlage und ich glaube, man ist heute schon viel weiter, als man sich das vor 3 oder 5 Jahren erträumt hätte. Ist denn die Digitalisierung für jedes Unternehmen in der Prozessindustrie gleichermaßen wichtig oder gibt es manche, die sich vielleicht auch Zeit lassen können, weil sie so spezielle Produkte herstellen, so unique sind, dass sie da vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit haben? Ich glaube, viele unserer Kunden stehen in einem erheblichen Wettbewerb im Markt und wir haben unsere Kunden einfach mal befragt und 80% unserer Kunden sagen, die Herausforderung ist natürlich neben der Steigerung der Qualität auch die Steigerung der Effizienz, das heißt Senkung der CAPEX, Senkung der OPEX in den Anlagen und über 90% unserer Kunden sagen, die Antwort darauf ist die Digitalisierung. Das heißt, es trifft alle Kunden in allen Branchen und natürlich insbesondere hier auf der Achema unsere Chemie- und Pharmakunden, die hier sehr, sehr dominant auch ausstellen. Lassen Sie uns da ruhig nochmal vielleicht drauf eingehen. Die Chemie, die Pharmaindustrie hier auf der Achema 2015, aber auch natürlich die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Energietechnik, das sind ja alles Zielbranchen oder das sind alles Prozessindustriebereiche, die Sie ja auch letztendlich fokussieren. Ist Digitalisierung in diesen Branchen jeweils dasselbe? Ist es von der Anwendung her dasselbe oder ist es durchaus unterschiedlich? Ich glaube, die Basis, da reden wir über das Gleiche, weil wir überall im Prinzip eine Anlagenplanung brauchen, weil wir ein Engineering brauchen, weil wir eine Installation brauchen und weil die Anlagen im Lebenszyklus immer wieder sich verändern, optimiert werden müssen, erweitert werden müssen. Das ist, würde ich sagen, in dem Bereich gleich, aber dann haben wir natürlich Spezifika, wenn wir uns Themen anschauen, wie in der Pharmaindustrie, die Good Manufacturing Practices und da gilt es eben auch Lösungen zu finden mit einem Electronic Batch Recording beispielsweise, um die Kunden mit digitalen Lösungen zu unterstützen und da gilt es eben auch in der vertikalen Expertise, so sagen wir das, für die Branche entsprechende Lösungen zu bringen. Jetzt ist ja Siemens tatsächlich in all diesen Bereichen auch unterwegs und positioniert sich als Wegbereiter für eine digitale Zukunft. Eine ihrer Divisionen heißt ja sogar so ähnlich. Wie sehen denn die ersten Schritte eines Chemieunternehmens aus und wie unterstützt man als Automatisierungsanbieter diesen Schritt idealerweise? Ja, jetzt sind wir ja nicht nur Automatisierungsanbieter, sondern auch Elektrifizierungsanbieter und auch Digitalisierungsanbieter. Und das sagen unsere Kunden ja auch, die Digitalisierung und die Automatisierung hängt sehr, sehr eng zusammen. So, und das Entscheidende ist, dass wir unsere Kunden schon bei der Planung der Anlage unterstützen mit Engineering-Systemen in den P&ID, also in den Process and Instrumentation Diagram unterstützen und dann eine nahtlose Verbindung in das DCS-System bieten, das dann natürlich die Anlage steuert. Und all das steht dann eben zur Verfügung, wenn die Anlage läuft, dass man virtuell testen kann, dass man virtuell die Anlage erweitern kann, bevor der Ingenieur letztendlich an der Anlage eine Änderung macht, ist das alles virtuell vorgetestet durch die Tools und Produkte, die wir bieten. Aber man fängt natürlich nicht immer auf der grünen Wiese an, eine Anlage zu planen. Ganz oft ist es ja genauso, dass zunächst mal einzelne Prozessschritte, vielleicht vom Engineering über die Inbetriebnahme bis hin zur dann kontinuierlichen Optimierung während der Betriebsphase integriert werden sollen. Wie kann man denn diese Zwischenziele erreichen? Ja, die
Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, vor der wir und unsere Kunden stehen, dass viele dieser Anlagen natürlich auch 40 Jahre in Betrieb sind und die Menschen, die die Anlage anfangs in Betrieb genommen haben, eigentlich überhaupt nicht mehr da sind nach 5 oder nach 10 Jahren. Und wir müssen unseren Kunden die Möglichkeit bieten, auch Anlagen, die es schon gibt, vielleicht rückwärts mit Software und Produkten zu unterstützen, dass Dokumentation nachträglich digitalisiert werden kann und dass die Menschen, die an einer alten Anlage arbeiten, die abgedatet wird, denen genügend Training zur Verfügung stellen, damit sie sich auch mit der neuen Technik auseinandersetzen können. Das sind also große Herausforderungen, insbesondere in Ländern wie in den USA, wo wir ja Bediener haben, die möglicherweise schon kurz vor dem Ruhestand sind und sich mit der neuen Technik noch nicht auseinandergesetzt haben. Und das schafft sicherlich auch für den Anbieter ganz spezifische Herausforderungen, auch in der Betreuung und natürlich dann auch im Verkauf, genau. Am Frontend sozusagen. Ja, ganz genau. Wie geht es denn weiter? Wie sieht die digitale Zukunft denn aus Ihrem Blickwinkel am Ende aus? Oder andersrum gesprochen, was ist die Vision? Die Vision ist, dass wir von jeder Anlage einen digitalen Zwilling erzeugt haben. Das heißt, man kann sich im 3D die Anlage anschauen. Dahinter liegt das Process- und Instrumentation-Diagramm. Es gibt einen durchgängigen Daten-Backbone, der von dem Kontrollsystem, also vom DCS-System gefüttert wird und somit automatisch das digitale Abbild der Anlage auch füttern kann. Das heißt, wenn sich das digitale Abbild oder das reale Abbild der Anlage anschauen, gucken Sie im Prinzip auf die gleichen Daten. Die Benutzer sind durch Analytics unterstützt, Entscheidungen einfacher und effizienter zu fällen. Anlagen-Shutdowns gehen über viel, viel größere Zeiträume, also 5 Jahre oder dann später mehrere Jahre kontinuierlicher Betrieb ohne Shutdown. Und wenn es Shutdowns gibt, diese relativ kurz, sodass der Kunde über einen größeren Return on Invest reden kann über die Lebenszeit der Anlage. Da freut er sich dann ganz sicher. Absolut. Ja, lieber Peter Herbeck, das ist sehr interessant und ein spannender Ausblick, den Sie gegeben haben. Vielleicht können wir das Gespräch nochmal an der einen oder anderen Stelle zusammenfassen. Ich habe hier nochmal 5 Halbsätze für Sie vorbereitet und bitte Sie, die nochmal sozusagen zu vervollständigen. Der erste Halbsatz ist, auf dem Weg in die digitale Zukunft kommt es für die Prozessindustrie besonders darauf an, dass der richtige Partner in der Automatisierung und Digitalisierung gewählt wird. Bei der Integration der einzelnen Prozessschritte muss man beachten, dass Bei der Integration der einzelnen Prozessschritte muss man beachten, dass man sich keine Steine in den Weg legt, die einem das Datenmodell zerschießen. Dritter Halbsatz, Chemieunternehmen, die eine einheitliche Datenlandschaft aufbauen möchten, benötigen. Einen klaren Plan, wie sie das von der Planung über das Engineering in den Betrieb der Anlage machen wollen. Also aus der Vision muss schon ein Plan abgeleitet werden. Vierter und vorletzter Halbsatz, Industrie 4.0 bedeutet für die Prozessindustrie, dass unsere Kunden sich zum Digital Enterprise bewegen. Und der fünfte und letzte Halbsatz. In 5 Jahren wird Digitalisierung für die Prozessindustrie immer noch ein aktuelles Thema sein. Ja, vielen Dank, Herr Peter Herbeck, CEO der Division Process Industries and Drives der Siemens AG. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute hier mit mir kurz über das Thema digitale Zukunft zu sprechen. Erfolgreiche Messe noch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auch Ihnen natürlich noch weitere spannende Tage auf der Achema 2015. Recht herzlichen Dank. Danke.